Ja, ich heiße Werner Zimmermann, wohnen tue ich in der Schweiz. Ich bin im Moment 38 Jahre alt, habe zwei Kinder. Ich war 10 Jahre verheiratet, 13 Jahre mit der gleichen Frau zusammen. Kurz oder respektiv, was war das vielleicht im 4. Monat nach der Trennung, habe ich das Coaching mit Comail begonnen. Ich hatte beim Thema Frauen, das habe ich gemerkt jetzt aber erst im Nachhinein, mein Blickfeld wurde immer eingeschränkter, respektive mein Bild, das ich von mir und Beziehungen zu Frauen hatten, war irgendwie klein geworden. Ich hatte früher viel Kontakt mit Frauen. Ich ging oft tanzen durch die Ehe, aber hat sich das irgendwie verändert. Ich habe mich als Familienvater identifiziert und habe alles für diese Familie gegeben. Mein Fokus war eigentlich da drauf und natürlich das Business daneben, aber vor allem die Familie war mir sehr wichtig. Ja, und so habe ich mich zum Thema Frauen einfach irgendwie immer mehr eingeschränkt und habe mich dann irgendwann von dieser einen Frau abhängig gefühlt, was meine Position als Mann sicher nicht gestärkt hat. So kam ich zu Comail und er hat mir ziemlich klar den Spiegel hingehalten. Ich habe bei ihm gelernt, dass erstens auch beim Thema Frauen vieles übers Mindset oder praktisch alles übers Mindset geht. Und ich habe mich da bei ihm ständig abgeholt gefühlt und tue es jetzt noch. Ich bin noch im Coaching drin bei ihm. Er hat wirklich Empathie, er spürt das Gegenüber und das finde ich mega cool. Er hat das so ein. Das macht Charisma ja auch aus, dass man spürt, wo steht der andere. Und das hat er so stark drinnen und er kann das so bewusst auch weitergeben. Das ist faszinierend. Das ist ein Riesenvorbild. Auch ist es doch menschlich, wie er mit mir umgeht. Auf jeden Fall keine Ahnung, wie es mit den anderen ist. Und da danke ich ihm sehr dafür. Er geht damit auf einer angenehmen Art und Weise. Und doch sehr bestimmt. Ich habe ein Bootcamp gemacht mit ihm zusammen und mit Mark. Und das ist wirklich, wie er sich da bewegt, mit einer Selbstverständlichkeit, das ist sein Leben, was er da schult oder was er coacht. Und das zeugt davon, dass er das leidenschaftlich macht. Das zeugt, dass er da seine Berufung gefunden hat, im Moment jedenfalls, wohin es ihn entwickelt, weiß ich nicht, oder wo er hinstrebt. Und er ist auch ständig dabei, sich weiterzuentwickeln und sich weiterzubilden. Und das erwarte ich von einem Coach, dass er nicht stehen bleibt, sondern dass er weitergeht. Er glaubt an mich, das ist etwas sehr Schönes. Er gibt mir das Vertrauen, dass ich alles schaffe, was ich will. Das ist die Aufgabe eines Coaches und das macht er wirklich sehr gut. Nach jetzt Mitte oder ein bisschen über die Halbzeit des Coachings hinaus. Ja, wie soll ich das sagen? Ich war am Beginn wirklich ein nice guy, ich war bedürftig in Bezug auf Frauen und heute kann ich sagen, ich habe ein komplett anderes Auftreten. Ich habe eine Selbstsicherheit in mir gefunden, die anscheinend anziehend ist, die von außen bemerkt wird. Ich hatte in den letzten 2, 3 Wochen diverse Frauenkontakte, ich habe Nummern ausgetauscht, ich habe Frauen in meinem Leben wieder, die
wo ich spüre, die begehren mich. Und das ist so schnell gegangen, es ist wirklich spannend. Also es ist, ja, ich spüre, mein Leben hat eine andere Richtung genommen, weil ich mich dazu entschieden habe. Und ich habe mich schon voraus entschieden, als ich das Coaching gebucht habe, gesagt habe, okay, jetzt bin ich dabei. Ich glaube, da beginnt es, dass ich für mich entschieden habe und das verändert mein Leben. Und ich gebe mein Bestes, das umzusetzen und mir das zu erlauben, was Komel mir vorlebt oder das, was ich daraus nehmen will. Und dann annehme, wie es gerade kommt. Und was auch er immer wieder auch betont, es ist, wie es ist. Und es ist eigentlich das Schlimmste, was ich machen kann, ist mich selbst zu verurteilen. Wenn ich irgendwas nicht mache oder wenn es gerade nicht so geklappt hat oder wenn die Frau mal einfach anders reagiert hat als gewünscht, das doch hinzunehmen, eben wie es ist, und es spielt keine Rolle. Also diese Gleichmut, diese Gleichgültigkeit. Nicht im negativen Sinne, dass ich hier schon ausstrahle, ich will sie eh nicht, sondern einfach für mich selbst in meiner Sicherheit, in meiner tiefen Ruhe leben kann. Und das ist etwas, das mein Leben sehr stark verändert hat und auch weiterhin verändert wird, weil ich weiß, da geht noch viel mehr. Ich empfehle jedem Mann dieses Coaching. Ich weiß nicht, wo es bei Komel, wo er seine Grenzen hat, aber ich weiß, dass das sehr, sehr viele Männer noch weit unter ihrem Potenzial sind. Und Komel kann da im Charisma-Bereich wirklich sehr, sehr viel bieten. Ich bin begeistert und die Resultate sind da, von dem her grandios. Nimm den Mut zusammen und geh durch deine Blockaden, Barrieren, nimm den Komel als deinen Coach und rock dein Leben. Oder irgendein anderer, der dir gerade sympathisch ist. Aber ich für mich habe entschieden, oder ich weiß, wirklich großartiges Leben lebst du erst. Kannst du erst leben, wenn du ein anderes Bild bekommen kannst von dem, was für dich möglich ist. Und für das brauchst du einfach einen Coach. Ohne geht es kaum. Du kannst tausende von Büchern lesen, du kannst Seminare besuchen, wo du mal eine Woche oder ein Wochenende richtig motiviert bist und so weiter. Aber richtig nachhaltige Veränderungen gibt es einfach, wenn du jemanden hast, dem du deine Intimität, deine Persönlichkeit, das, was gerade in dir losgeht oder los ist, wenn du das dem anvertrauen kannst, wenn du dich öffnest, dann geht Veränderung. Und das machen die beiden wirklich großartig und das darf auch jeder für sich selbst entscheiden, diese Offenheit zuzulassen. Und das wünsche ich dir, dass du offen bist für dein Leben, für dich, für deine Großartigkeit und rock dein Leben.